So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch allen geht's gut. Und zwar habe ich mir jetzt gerade eben ein bisschen Gedanken gemacht. Und habe mir so überlegt, jeder hatte mal den Gedanken, der wollte, oder nicht jeder, aber viele Jugendliche, die haben mal den Traum gehabt, Fußballer zu werden. Mit 8, mit 9, mit 10, mit 11, mit 12, mit 13, mit 14, mit 15, mit 16, mit 17, mit 18. Haben sie dann vielleicht gemerkt, okay, ich schaffe es vielleicht nicht. Haben dann eine Ausbildung gemacht, haben vielleicht Schule weitergemacht, haben studiert, haben vielleicht auch normal gearbeitet, haben geheiratet, haben Kinder gezeugt. Egal, was sie gemacht haben. Sie haben irgendwann mal es eingesehen und haben einen anderen Weg eingeschlagen. Jetzt gibt es natürlich auch die Rapper. Die haben es mit 20, 21, 22, 23, 30 probiert, hat nicht geklappt. Mit 35 hat nicht geklappt. Mit 40 hat nicht geklappt. Mit 45 klappt immer noch nicht. Mit fast 50 wird es immer noch nicht klappen. Jetzt habe ich eine Frage an euch, ne? Was muss passieren, dass ihr endlich begreift, dass hier in diesem Geschäft euch keiner hören will? Keiner will euch sehen. Kein Jugendlicher will doch einen Typen sehen oder feiern, wo der älter aussieht als sein eigener Vater.